Liga gehen also eine Liga weiter hoch. Da gab es gestern das Spiel FC St. Pauli gegen RB Leipzig. St. Pauli empfing also den Tabellenführer der zweiten Liga. Und dieses Spiel ist ja grundsätzlich schon ein besonderes. RB Leipzig gäbe es gar nicht ohne die Kommerzialisierung im Fußball. Und der FC St. Pauli, der versucht sich noch dagegen zu wehren. Zumindest dort, wo es eben noch geht. Mark Hall über ein besonderes Fußballspiel. Beim Abpfiff noch ein bisschen ungläubig. Dann umso glücklicher. St. Pauli hat gerade das beste Team der zweiten Liga geschlagen. Und das bei der Statistik. 29 Torschüsse für Leipzig. Wie haben Sie es geschafft, da mit einer Null heute rauszugehen? Ich weiß auch nicht. Schwer zu sagen. Ja, dass Leipzig zu Torschüssen kommt, ist klar. Sowas kann man kann nicht alles verteidigen gegen sie. Da braucht man auch ein bisschen Glück. Glück, aber vor allem Robin Himmelmann im Tor. Schon zum 11. Mal in dieser Saison kassiert er keinen Treffer. In Leipzigs Millionenoffensive spielen mit Forsberg und Paulsen Nationalspieler aus Schweden und Dänemark. St. Paulis Defensive hält dem Druck stand. Und Himmelmann bringt den Spitzenreiter der zweiten Liga immer wieder zur Verzweiflung. Es ist noch mal ein bisschen mehr zu tun. Wir müssen ein bisschen ereignisreicher. Wir haben die eine oder andere Möglichkeit zugelassen, aber das war uns von vornherein klar, dass wir das nicht verhindern können gegen die beste Mannschaft der Liga. Und mich freut es natürlich, dass ich dann am Ende dann 2-3 Bälle halten konnte und wir so wieder zu Null gespielt haben und hier 3 Punkte eingefahren haben. Der Robin hat natürlich wirklich 3-4 richtig gute Dinge rausgeholt und sind wir sehr froh, dass wir ihn haben. Hinten Himmelmann. Und vorne reicht ein gut ausgespielter Konter in der ersten Hälfte. Buballa auf Schadkowski. 1:0. Mit 5 Vorlagen und 4 Saisontoren ist er St. Paulis effektivster Mittelfeldspieler. Ich meine, so ein ähnliches Tor habe ich gegen Fürth gemacht in der Hinrunde. Da hat Buba mir auch den Ball reingespielt. Da brauche ich ihn nicht mehr annehmen gegen Fürth. Aber jetzt muss ich ihn einmal annehmen und schieße ihn durch die Beine und dann geht er ins lange Eck. Das Spiel gestern steht unter dem Motto kein Fußball den Faschisten. Für einen missverständlichen Vergleich zwischen dem Leipziger Kommerz und dem Faschismus hatte Lienen sich vor dem Spiel entschuldigt. Nach dem Wiederanpfiff drängt Leipzig auf den Ausgleich. Ohne Erfolg. Ich weiß nicht, wie viel Ballbesitz wir hatten, wahrscheinlich 70%. Das zählt zwar nicht, aber wir haben schon über weite Strecken im Spiel im Stile einer Heimmannschaft hier aufgetreten und hatten 7-8 hochkarätige Möglichkeiten. Aber auch in der zweiten Hälfte kann der Aufstiegskandidat Nummer 1 keine einzige davon nutzen. St. Pauli erspielt sich währenddessen mehr Chancen als noch in den ersten 45 Minuten. Doch sowohl Nerichs Distanzschuss als auch kurz vor Schluss Picos Versuch landen am Aluminium. Leipzig entwickelt sich zum neuen Lieblingsgegner. Schon zum 3. Mal in Folge gewinnt St. Pauli gegen die Sachsen. Ich war schon glücklich, aber nicht unverdient durch diesen unglaublichen Einsatz. Aber man hat einfach diese Qualität von Leipzig gesehen. Und sowas ist, wie gesagt, in einem Spiel ist sowas immer mal möglich. Aber auf Sicht glaube ich, dass Leipzig sich mit dieser Leistung ganz klar durchsetzen wird und nach oben gehen wird. Hat man dann auch solche Ambitionen? Na, darüber reden, darüber machen wir uns gar keine Gedanken. Wir wollten unbedingt gut reinstarten. Wir wollten heute das Spiel zu Hause gewinnen. Dass Leipzig aufsteigt, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Was mit uns passiert, da schauen wir mal. Wir wollen so erfolgreich bleiben. Auch wenn es nach dem Sieg keiner aussprechen will. Ewald Lienen hat aus einem Abstiegskandidaten in nur einem Jahr einen Anwärter auf den Bundesliga-Aufstieg geformt.